So, dann, wo bin ich? Hier, hi. Hallo und herzlich willkommen auf YouTube. Ich bin heute nicht passend für Horror angezogen, ich weiß es, aber wir sind gerade im Stream und es gibt eine tolle Horror-Demo. Da habe ich ein paar Screenshots gesehen und auch ein paar Szenen und fand gewisse Animationen doch sehr interessant. Und ich glaube, es ist eine Demo. Ich glaube, die Vollversion wird so ein bisschen unser neues Visage werden. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Was wir natürlich wie immer machen, ist, wir gehen auf die Grafikeinstellung gucken. Ah ja, ich möchte aber wahrscheinlich doch anmachen. Ich weiß nicht. Wir gucken gleich mal. Wir können tatsächlich nicht viel machen, aber wir könnten, glaube ich, auch mit einem Controller spielen. Englisch oder Spanisch. Wir bleiben bei Englisch. Und müssen dann hier nochmal. Oh nein. Ich glaube, oh Gott, ich habe immer gedacht, dieser Tag wird irgendwann mal kommen. Wir können unsere Maus, glaube ich, nicht gelig machen. Obwohl, das hier ist es, glaube ich. Wir gehen mal auf die 3. Ich fühle das irgendwie. Ich fühle die 3. Okay, dann seht ihr mich gleich wieder. Und ich drücke mal auf Play Demo. Okay, ist jetzt schon geil. Mehr brauche ich nicht. Oh, 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 okay. Ja, ist es, guck mal, das ist ganz schnell gemacht hier. Wo ist er? Der hier natürlich. Apply. So. Ja, und dann machen wir den hier. So. Funktioniert. Schmeckt. Es hakelt ein bisschen. Das sollte aber nicht hakeln, weil eigentlich sollte es kein... Oh, Amazon-Paket ist da. Nee, doch nicht. Okay, aber die Maus ist schön gelig, das gefällt mir. Kann ich... Oh, ich kann ranzoomen, schön. Ja, wie immer die obligatorischen Pillen in Horrorspielen. Okay, warte mal ganz kurz. Das sieht so geil aus. Ich frage mal kurz im Stream, ist der Ton so okay? Ich finde den nämlich schon ganz schön okay. Und ich habe gerade so ganz leise was aus dieser Richtung gerade gehört. Okay, was haben wir hier? Also grafisch muss ich sagen, schon mal geil, ne? Grafik ist nicht alles, aber auch die Atmosphäre jetzt schon hat mich. Okay, wir können ihn noch drehen. Oh, das ist... Okay, go back. Ein Kinderspielzeug. Was haben wir hier? Licht können wir auch nicht einschalten. Oh. Ein kleiner Junge. Oh Gott, es ist so dunkel. Ihr seht das wahrscheinlich auch nicht. Ein kleiner Junge. Ich glaube, in so einem Superman-Cape oder Superman-Kostüm. Und daneben ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen. Sagen wir also ein kleines Kind. Das aus dem Foto... entfernt wurde. Okay, das sieht aus wie so ein typisches Kinderzimmer in den 90ern. Mit den Stickern auch. Okay. Also irgendwas stimmt hier noch nicht, ne? Es springt immer so ein bisschen. Kann ich mich ducken? Nee. Ich muss sowas mal loben. Diese ganzen Details hier gerade mit der Gardine. Mit der, Tüllspitzengardine. Es sieht nice aus. Gefällt mir. So geht Atmosphäre. So geht's einfach. Scheint mir kein allzu modernes, neuzeitiges Spiel. Es wirkt so ein bisschen 90er, aber das kann auch sein, dass ich das nur bin. Oder wegen den Gardinen. Da brauchen wir den großen Gilb. Der das dann noch ein bisschen gruseliger macht. Okay. Videokassetten. Ich rieche die 90er doch, wenn ich sie sehe. Übrigens toller Satz, ne? Ich rieche die 90er doch, wenn ich sie sehe. Okay. Videokassetten. Dann diese typischen Vorhänge.
fehlt nur noch so Holzpaneele an der Wand und nicht die coolen wie heutzutage, ne, sondern wirklich diese dunklen einfach. 2011? Also noch ein bisschen früher, 2011, oder? Was haben wir hier? Okay, eine Tür und hier haben wir. Oh, das sieht. Ja, das sieht aus wie ein. Das sieht wirklich aus wie ein Kellerraum. Und ich habe die rechte Maustaste gedrückt und konnte es mitnehmen. Warte mal. Kann ich rennen? Oh mein Gott, dieses Rennen gerade, ne? Uiuiuiui. Ja, warte, warte. Ich wollte den hier noch mitnehmen. Oh, kann ich nicht. Hier drin? Hä? Ja, wie komme ich denn da hin? Ah ja, okay. Kann ich? Nee. Bist du echt? Das ist schon sehr dunkel hier alles, ne? Also Entschuldigung, aber ich würde so nicht. Ja, ja, okay. Was haben wir hier? Doch mal an sein. Oh, guck mal, das Foto. How are you? Are you doing better? It's been a while since, you know. Yeah, I'm trying to give you space. But of course, if you need me, just say something, okay? I'll come and get you. So, please, don't be a stranger. Help, natürlich. Oh. Ich weiß nicht. Hallo? Okay. Ja, wir hätten uns also noch gerade schön umgucken können, denn jetzt sind wir ganz. Jetzt sind wir ganz woanders und es ist sehr dunkel, ne? Bin das nur ich oder ist es wirklich sehr, sehr dunkel? Ich glaube aber nicht, dass ich hier was heller machen kann. Nope. Wir müssen leider damit leben. Hier ist ein Geschenk. Hier steht natürlich das obligatorische Hilfe. Hallo? Okay, habt ihr gesehen, ne? Ich kann hier nicht alles drücken. Ich konnte nicht nur die 1 drücken. Ja, okay, ich sehe schon. Okay, sieh ihn nicht an. Du bist aber nicht gemeint, ne? Okay, du hast dich auch nicht bewegt, alles gut. Ja, natürlich muss man auch sagen, es ist PT-ig. Ich finde aber auch, das sind keine Spiele, die irgendwie PT nachmachen oder sonst was. Die wurden davon inspiriert. Wir haben gerade sowas wie Resident Evil, halt Resident Evil 7 auch, ne? Visage, Madison, das sind alles Spiele, die schon davon inspiriert worden sind. Und auch das hier. Und PT ist für mich mittlerweile ein Untergenre im Horror. Das ist genauso, wie du auch sagst, ein Spiel ist Souls-like. Kann auch sagen, ein Spiel ist PT-like und ich liebe das. Und das hat PT uns gebracht. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Hi. Oh, immer schön, ne? Stuhl? Okay, was? Der Tod? Ja, natürlich. Der Tod, der große Gleichmacher. Ein neuer Film. Die Wahl hinter... Ach, guck mal, hier. Ja, Behind the Bars, There's a Dark Place, Easy to Get Lost. 074. Und da ist sowas wie ein 8, aber es könnte auch ein kleiner Fisch sein. 074. Ich schreibe es mal auf. 074. Walking among strangers, I think I want to give it back.
back, left or right, which, okay, to be happy. To be happy ist, wenn wir die Treppe hoch können, die ist aber versperrt. Alles nur wegen diesem ungewollten Geschenk. Dann haben wir, oh, das ist ja schön. Ach, guck mal, da hat jemand einen coolen Film geguckt. Oh, das ist Beetlejuice. Ey, hundertprozentig ist das Beetlejuice. Da ist der weiße Hai. Carrie? Nein, keine Ahnung. Scream? Scream? E.T.? Die unendliche Geschichte? Kann ich? Nein. Scheiße. Ich kenne nicht alle. Ich kenne nicht alle Boogeyman oder sowas. Keine Ahnung. Goonies? Okay, das habe ich nicht gesehen. Jumanji? Wo ist Jumanji? Wo? Ich sehe es nicht. Das. Oh, das hier, ne? Oder? Also Jumanji habe ich gesehen, aber Zurück in die Zukunft unten. Oh mein Gott, du hast recht! Okay, war jemand auf jeden Fall sehr filmbegeistert. Das hier bin ich aber gerade noch überlegen. Das hier irgendwie klingelt es da bei mir. Aber es klingelt nicht genug, dass ich da sagen kann, was das sein soll. Oh, der Anruf. Okay. Es wurde kürzlich da eingezogen, ne? Und that drawing should not be in that box. Und in dieser Box, da sollte diese Zeichnung nicht sein. Das ist die Zeichnung, die wir im Inventar mitgenommen haben. Wer ruft an? Und hier gibt es noch ein Nirgendwo und es ist abgerissen. This is not a normal house. Wieso riecht hier alles nach Eisen? Oder wieso riecht es nach Eisen? Das Haus. Path is open. Wer ruft an? Ach du Scheiße, ist ja wirklich. Oh, was haben wir denn hier? Chucky! Wednesday! Oh, wie nice! Die Gremlings! Zombie-Dings da. Ey, was bist du? Und hier sind Aliens. Was ist das hier? Ja, Exorzist war der mit dem Mädel im Bett. Noch ein weißes Blatt. Weiße Hai habe ich auch gesehen, ja. Ein Koala. Hier, Spiral von Junji Ito. Das ist nicht Superman, das ist natürlich Homelander, das wissen wir alle. Das ist Superman, das ist Homelander. Ja, und Homelander ist cooler. Und Gizmo Kaka. Und, okay, da habe ich vergessen, wie es heißt, aber das kenne ich auch. Oh Gott, hier sind ja überall so Sachen. Indiana Jones? Doch, mit der Peitsche. Indiana Jones. Godzilla! Was ist das? Für mich ist das jetzt Silent Hill wegen alles da unter Schule. Keine Ahnung. Aha. Batman! Alien! Kevin allein zu Hause! Jeremy Fragrance ist Homelander. Ja, das wünscht er sich. Junge, das wünscht er sich. So. Also erstmal sehr, sehr cool alles, ne? Da wurde irgendwas durchgestrichen. Es ist hier eine Spirale. Das heißt also, das Ding, wo wir hier, ist auch eine Spirale. Und wir haben jetzt ein paar Spiralen gesehen. Ich denke mal, das ist ein unendlicher Circle hier, den man nicht durchbrechen kann. Und irgendwas ist mit dem Kind passiert und let's go. Auf dem Boden sehen wir hier, einige Sachen wurden zerschnitten. Hier haben wir eine grüne Schildkröte. Wir haben hier noch die Stifte überall, Umzugskartons, eine Lüftung, ein Müllsack. Ja, und ansonsten ist es halt ein Kinderzimmer. Wir schauen jetzt mal, ob wir überhaupt irgendwo noch anderweitig weiterkommen. Okay, die Tür geht nicht auf. Da müssten wir eigentlich hin und es ist tatsächlich von der Stimmung her, leck mich am Arsch, ist das gruselig. Hier ist noch ein Fenster. Oh. Wäre nice, wenn da jemand sitzen würde, einfach so, ne? Ja, die Ketten sind echt fett. Schwere Ketten. Das muss natürlich auch was. Ah, naja, das ist ja auch sehr schön. So, was ist das hier? Dingens. Vulkan. Ist das hier? Ne, ist es nicht, oder? Nein, das ist es nicht. Ich habe vergessen, wie heißt es denn nochmal? Ich wollte da mal im L irgendwann mal hin. Vulkan, hallo, wieso fällt mir der Name denn nicht ein? Was ist denn heute mit mir? Ihr wisst, was ich meine. Hier, Dingens. Pompeii, ja, dachte ich jetzt erst, das wäre Pompeii. Pompeii. Ich weiß nicht, das war irgendwie mein erster Gedanke, aber es hat, glaube ich, gar nichts damit zu tun. Das war einfach mein erster Gedanke.
die nicht an. Oh, da können wir gleich weiter. Ach du Scheiße. Können wir nicht aufmachen? Oh, vielleicht müssen wir das, weil wir nämlich da was machen können. 074. Nein! Oh. Okay, warte mal. Ich habe das Pad an der Seite nicht gesehen, ich doofe. Sieht aus wie aus der Bibel. Ach so, Bibel. Ja, damit kennen wir nicht aus. Das ist nicht meins, Junge. Das ist nicht meins. Oh, warte mal ganz kurz. Da oben ist irgendwas los. Gut. Also das Rennen ist ja... oh! Das Geschenk. Es ist ein blaues Geschenk. Und es gibt ja ein ungewolltes Geschenk hier. Ist es vielleicht die Geburt eines Kindes oder so? Das ist ja meistens dann in Horrorspielen so. Okay. Aber wahrscheinlich kann ich mir da Filme angucken später. Wir sind überall Kassetten. Oder ich habe zu viel Stay Out of the House, was ich übrigens auch noch releasen muss, fällt mir gerade ein. Ich habe zu viel Stay Out of the House gespielt. War das? Ja, das war... Oh mein Gott, ich kann mich ein. Das war gerade schon da. Okay, wir können da lang. Wir können auch da lang. Ich gehe erstmal hier hin, ja? Mhm. Machen wir ein bisschen fertig, ne? Boah, Alter, die Geräuschkulisse ist krass. Warte mal. Okay, Tür. Ziemlich hoch und da oben fängt es an zu schimmeln. Also auch nicht so gut wie die Atemwege. Oh nein, was ist das denn schon wieder? Gut, da kommen wir wahrscheinlich irgendwann mal rein. Okay, wir können das Telefon benutzen und wir haben Zahlen gefunden. Ich gucke mich also nochmal in diesen einen Raum hier. In den Raum wollte ich eigentlich gar nicht. In diesen einen Raum hier um. Sag mal, kann ich hier irgendeine von diesen Kassetten schon aufheben irgendwie? Meine Gott. Mann! Ist das scheiße! Der macht nichts, aber der nervt mich! Ich kriege einen Paras von dem! Ihr habt euch auch erschrocken. Ihr habt euch auch erschrocken. Das war nicht nur ich, oder? Oh. So, hier gibt's auch nichts. Ich kann hier nichts aufmachen. Okay. Sag mal, ist das eine 888 oder ne, das sind einfach nur, also ich meine könnte, ne, aber dann, das wäre schon wieder zu kompliziert gedacht, glaube ich. Oh. Ach so. Oh, ich wusste, dass ich das kann. Wo ist meine Maus? Die ist nicht da. The path is open. Dort ein paar Jahre, bis wir da sind. Warte, sehe ich das gerade richtig? Warte, war das hier der Raum, wo wir... Ja, okay, alles klar, ist weg. Okay, alles klar, jo. Hau rein. Jo, ja, das Ding ist weg. Ach, du Scheiße. Oh, Gott. Oh, Mann, okay. Das ist die Videokassette. Ah, und ein Auge. Ein Auge ist das. Ja. Alles klar. Mann, hör auf, ich habe schon Gänsehaut, weil mir die Haare aber gerade hier abfliegen und auf dem Arm landen.
Oh, ist das scheiße, dass wir hier immer überall hochgucken können, ne? Wie unangenehm. Gut, wir müssen also den Strom ausstellen. Oh, das ist auch gemein hier. Okay, alles klar. Auge. Und jetzt sind wir hier oben. Ach, schön, dass wir hier auch hinkommen. Mag ich. Hallo. Ein blaues Tape, ein blaues Geschenk. Kann das... Okay, da kann ich... Nee. Kann ich so nicht rein. Gut. Okay. Weißt du was? Ich gucke nochmal ganz kurz mit der rechten Maustaste. Da kommen wir dann gleich auch hin. In der rechten Maustaste komme ich noch raus. Alter. Nee. Ich dachte, da steht jemand mit einem Kleid. Ich drehe durch. Das Spiel braucht gar keine Schreckmomente zu haben. Ich mache mir die selber. Boah, ich gehe kaputt. Ich dachte wirklich, da steht jemand. Warum geht... Sie sind nicht mehr hier. Sie sind nicht mehr länger hier. Oh Gott! Oh mein Gott, das ist so ein Lufterfrischer-Ding. Guck mal hier auch. Da, jetzt sehen wir das Bild. Da fehlt halt eine Person. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, man kann hier raus nicht fliehen und so. Such dir woanders Hilfe. I'm lost, help me. Ich bin verloren oder ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, man kann es auf zwei. Man kann es so übersetzen oder so. Help me. Ja, okay, wir helfen dir. Alles gut. Zelda. Da ist dieser. Kann ich das mit ausmachen? Ich geh mal ins Inventar. Ach ja, Blutgift. Ja, ich kann dir gerade nicht helfen. Lass mich mal, ich muss mal kurz hier weg. Oh Gott. Ich kriege Paras. Muss ich hier noch irgendwas machen? Ey, ich will lieber gerade irgendwie zugucken, wie der Erik das spielt. Oh, ist das schön gemacht. Geil. Wer hat gesehen? Macht einen Clip. Wer hat gesehen? Thank you.
easy to get into. Warte mal, ich guck mal. Boah, das sieht gut aus. Alter, das mit den Laken sieht so nice aus, Alter. Ich kann nicht mehr, ne? Wenn ich, boah, nee. Wie lächerlich das eigentlich immer war, ne? Finde ich auf einmal nicht mehr lächerlich, so Lakendinger. Bin ich nicht lächerlich. Ich habe jetzt gerade so Gänsehaut des Todes. Schon lange nicht mehr gehabt, sowas. Oh, ist aber wieder das gleiche. Okay, das, ne, da, seht ihr? Diese, okay. Nice. Kann das sein, dass du deswegen gerne Horrorspiele bei mir guckst, weil ich einfach Angst des Todes habe immer? Won't do it again. Du wirst es nicht wieder tun, du wirst es nicht wieder tun, du wirst es nicht wieder tun. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hatte, das war ein Madison-Durchgang. Ich habe auf Twitch was geguckt, ne? Und die Person, die es gespielt hat, die hatte halt so gar keine Angst, ne? Und irgendwie fand ich es nicht entertained, aber ich mag auch nicht, wenn jemand overreactet, ne? Ich möchte einfach so wirklich sehen, wie die Leute sich einfach einkacken, das liebe ich. Aber nicht, wenn man selber, das ist immer was anderes, ey. Das nehme ich gerade. Eigentlich würde ich es jetzt gerne, da würde ich gerne da sitzen und Erik dabei zugucken. Aber ich will auch irgendwie diesen Kick, weil das Spiel sieht so geil aus. Und das mit den Laken jetzt gerade, holy shit, einfach so New Fear unlocked, ey. Es ist einfach so. Okay. He hasn't done anything original for a long time. He just draws the movies he likes over and over again. Er hat in der letzten Zeit nichts wirklich Spezielles getan oder so, ne? Aber er mag es einfach, die gleichen Filme, die er mag, immer und immer wieder zu malen. I still don't understand why he keeps drawing like that. It doesn't match his age. He seems stuck in the past somehow. Ich weiß nicht, wieso er halt die ganze Zeit weitermalt und so. Es passt irgendwie auch nicht zu seinem Alter. Er ist wohl irgendwie in der Vergangenheit hängen geblieben. Er sieht glücklich aus, aber warum? Er wurde doch alleine gelassen und keiner kümmert sich irgendwie um ihn. Nach all dem, was er durchgemacht hat, sollte er doch eigentlich weinen. Naja. Das ist das, woran ich mich erinnere. Und dann unten steht ganz fett, also erstmal jeder kennt das ja mit den Kästchen aus, mein. Unten steht ganz fett, I'm sorry, es tut mir leid. Ja, genau das. Ja. Oh, so, man kann das auch readen, richtig? Ja. Wir sind auf der Rückseite von dem Raum. Oh, krass. Krass auch, dass die Tür noch da auf ist und wir da noch reingucken können. Boah, ich liebe es. Wieso ich dich hasse? Dein Bruder ist gestorben. Dein Bruder ist gestorben und er hat dich gehasst. Selbstsüchtig. Undankbar. Fett. Also fett, ne? Und ekelhaft. Und Scheidung war deine Schuld. Er sieht mich an. Oder er sieht mich weiterhin an. Ich hab dir doch vertraut. Sissy Boy, eat dicks. Every time. Keiner will mit dir spielen. Jedes Mal, wenn ich dich anschaue, bist du glücklich. Warum? Das ist doch nicht das, woran ich mich erinnere. Wieso ich? Spirale. Und wir sind auf der Rückseite der Spirale. Stop watching me. Okay. Hier hat dann jemand von diesem Raum geschrieben. Von diesem anderen Raum, denke ich. Nee, von diesem Raum. Das muss von diesem Raum gewesen sein. Oh, da ist eine neue Nummer. Hör auf, mich zu beobachten. Und dann wurde das überklebt. 522. Ja, von GTA-RP hier noch meine Schriftdinger liegen. Okay, wir picken das ab. Dinge, die er mag. Filme, Zeichnungen, Dinosaurier, Horror, in Klammern weird. Ey! Und da auch wieder diese, das hat auch jeder irgendwie damals in den 90ern gezeichnet. Jungs, Schmerz und seinen Hund. Oh, der Smiley da.
Jung schmerzt und sein Hund? Töte dich selbst? Also kill yourself, das bin ich nicht übersetzt. Das hört sich doof an auf Deutsch. Es hört sich generell doof an, natürlich. Aber ich bin Horror, ihr wisst Bescheid. Okay. Wartet mal. Nee, das ist in diesem Raum. Warte mal, der Raum hier hat sich, glaube ich... Es kann sein, dass er sich geändert hat. Oder ich habe da gerade was übersehen. Boah, das sieht aus wie eine 4, aber ich glaube nicht, dass es irgendwas zu bedeuten hat. Das war wahrscheinlich gerade schon da. Okay, bei dem Nowhere, denke ich mal, können wir nochmal irgendwann mal was machen. Und hier können wir jetzt... Ja, hier können wir den mal... Walking among strangers, I think I want to give it back. Oh, ne, warte mal, das ist doch das. Left or right. Oh, das könnte auch damit zu tun haben. Hier mache ich jetzt mal das hier hin. Walking among strangers, I think I want to give it back. Oh, das hier wird auch passen. Scheiße. Oh, 074522, ja, sehe ich gerade auch. Also das Bild hier passt entweder hier hin, wegen I want to give it back, ist das blaue Geschenk. Warte mal, ah, alles wegen diesem, ja, ungewollten Geschenk. I want to give it back. Aber irgendwie passt es auch hier besser hin, I don't know. Da habe ich jedenfalls jetzt eine Nummer bekommen. The call. Das müsste tatsächlich, das ist sogar hier, ne? Die Tür sein. Das juckt mich überall. Das müsste doch die Tür sein mit... Warte mal. Ich guck da mal ganz kurz nochmal. Ich muss das nochmal... I spy with my little eye. A little thing. And a little... Hört sich für mich nach der Tür an. I spy with my little eye. With my little eye. Story Progress hatten wir gerade hier. Das heißt, das hier ist jetzt dran. Das ist mega creepy. Ist auch nicht wieder lang, ey. Oh, danke, Evelyn. Dankeschön. So, wir haben ja hier. Was ist denn das da? Seht ihr das hier? Was ist das? Die Nase? Kaputt, ey. Oh Gott, Hilfe. Hi. Gib mir das. Oh, oh. Wow, okay. So ist das gemeint. Geil. Da stehen wir, aber man sieht uns nicht. Okay, dein Traum ist... F. Your dream is failing. Your dream is... Warte mal, das kann man gut... Das kann man eigentlich gut auch hier... Okay, auf jeden Fall, unser Traum schlägt fehl. Schlecht fehl. So, gut. Also, ja, was kommt denn jetzt dann? Alter, hier kommt doch jetzt gleich irgendwas, oder? I spy with my little eye. Ai, ai, ai. Und auf der
Kassette is a little surprise. Oh. Das haben wir ein bisschen. Oh. Das Geschenk ist blau, die Kassette ist blau, bla bla, ne? My little eye. Kann ich das hier irgendwie schmeckt? Steht da nichts? Ah. Es ist so visagemäßig gerade. Okay, dafür brauchen wir einen Code. 7, 2, 7, 2, 7, 2, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 5, das blaue Geschenk. Habe ich eins übersehen? 7, 2, 5. Ich hab, glaube ich, die erste Zeile übersehen. Auf jeden Fall eine Videokassette. Eins. Eins. Sieben. Zwei, fünf. Okay, dankeschön. Silke aus. Oh, Silke, vielen Dank für 10 Gifted Subs. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube gerade, da dieser Haufen, den wir da gerade gesehen haben. Okay, aber erstmal. Ja, hier ist der Haufen. Lass mich kurz überlegen. Ne, du nicht. Das war unten. Das war, wenn wir die rechte Seite, glaube ich, runtergehen. Da muss es sein. War das hier? Das war es nicht. Ah, doch. Das war es wohl. Geile Demo, ja, boah, das ist hart. Das ist hart. Nee, da geh ich den nur rein. Du bist nicht mehr länger hier. Ah, sie sind nicht mehr länger hier. Und ich hab's da unten schon wieder gehört. Psst. So. Ah, Meeresbrise, geil. Okay, das bin wahrscheinlich nur ich. War das gerade nicht ein bisschen heller hier drin? War das mit den Kerzen gerade auch schon so? Gerade gefahrt. Ja, das war jetzt irgendwie krass mit den Gäbchen. Lockdown. Ne, look down, nothing. Sieh runter, da ist nichts. Irgendwann ein Skript. Irgendwann. Okay, ich sehe. Ja, I see, I see.
Da sitzt jemand. Da sitzt jemand. Da. Da sitzt halt jemand. Ich schwöre. Hallo. Oh, oh nein. Hilfe. Oh, das will ich auch machen. Nee, steht nur nee. A candle lit corridor, okay. Ich kratze mich nur, weil er hat gerade gejuckt. Ja, oh Gott! Oh mein Gott, wie geil sind die Animationen? Ich glaube, das hatte ich sogar mal gesehen. Ich war mir selber nicht sicher. Ich habe mich so eingeschissen. War das nicht im Trailer sogar? Oh mein Gott. Oh, Hammer. Oh, hier bist du. Sieben, was war das nochmal? Eins. Ne, es fing mit der Eins an, dann sieben. Zwei, fünf war das, ne? Liebe Mods. 17, oh, okay, alles gut. Alles gut. Oh, oh, okay, okay. Ja, gut. Alles klar. Bitte bei sowas keine Trolle am Pforten, weil sonst. Aber ich. Ist ja schon passiert, ist schon passiert. Ist ja auch vorbei. Hallo. Warte, nee, warte. Hallo. Hallo. Sehr süß. Ist lustig, wenn er da oben jetzt kleben würde, Alter. Alter, die Demo ist geil. Die Demo ist sehr, sehr geil. Und ich dachte jetzt hier, das wäre ein Kaninchenkäfig oder sowas. Ich kriege schon hier voll die Paras. So, das fehlt irgendwie noch. Ja, Mensch, dankeschön. Dankeschön, alle übrigens, ne? Entschuldigung. Ja, in the game drin. Mit einem riesen Herzinfarkt. Steht auf dem Sessel irgendwas drauf oder war das ein Schatten? Ach so, ja, dachte ich auch hier gerade, ne? Ne, war ein Schatten. Ich dachte nämlich, das wäre eine Zahlenkombination. Kurz. Genau, danke schön. Die Mods, die posten gerade für auf YouTube, ne? Für den Link zum Spiel. Ich kann nicht reden. Ihr wisst schon. Warte jetzt, look up, look down. Was denn jetzt? Wir dürfen nicht ihn angucken, statt ganz am Anfang. Wir wissen noch nicht, wer ihn ist, ob die Dinger gemeint sind. Oh, ich weiß, wo wir sind. Drawing. Immer noch eine Videokassette. Him ist aber ausgestrichen. Ich kann nicht mehr reden. Hallo. Wir wissen jetzt, dass wir in die eine Tür da vorne reinkommen. So. Du warst es nicht. Du hier. Tatsächlich etwas bewirkt. Nee, ich kann noch nicht da vorne raus. Okay, krass. Wir könnten theoretisch, aber wir machen das nicht. Wir gehen jetzt erstmal zur Tür, wofür wir den Schlüssel gefunden haben, und zwar diese hier. Oh, und es wird wieder kellerig. War schmerzhaft. Also das ist gerade schon so ein bisschen... Du hättest hier nicht herkommen sollen. Warum? Ich gehe mal kurz nach unten. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Oh, sorry, sorry, sorry.
Okay, wenn die Kerzen hier an wären, hätte ich jetzt gar nichts dagegen, muss ich sagen. Kommen wir her hier, ne? Ja. Irgendwas Geschenk... War, nee, das war... Oder? War das Geschenk nicht in so ein Ding drin? Aber es war wärmer, glaube ich, das Bild. Das war mit Kerzen, oder? Wäre wärmer gewesen. Ich bin übrigens nur gespoilert mit ein paar Szenen. Ne? Das hier wusste ich nicht. Transparenz und so. Und jetzt soll ich wieder zurückgehen. Oh, Mama. Den ganzen Weg wieder zurückgehen? Wann kann ich hier so... Ich gehe mal ein bisschen schneller. Ich wundere mich gerade, dass ich wirklich hier komplett zurück muss. Selber. Sehr untypisch. Achso, hä? Ich dachte gerade, was für Symbole. Und dabei ist das Mubot, der irgendwas sagt. Oh Gott. Warte mal, habe ich jetzt wirklich so ver... Oh Gott sei Dank. Oder? Hallo. Hi. Hi. Ich habe jetzt so ein Geschenk. Und ich konnte jetzt den ganzen Weg einfach so zu... Oh, Alter.
Oh, mein Gott. Ne. Gab's da nicht noch eine Videokassette oder so? Hä, ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt hier raus? Da geht's nicht raus. Hier geht's nicht raus. The Choice, ja. Hi. Hallo. Ein bisschen unangenehm hier. Oh, rechts oder links? Ah, da fehlte doch noch ein Bild, oder? Das verstehe ich jetzt nicht. Rings. Nee, ich würde auch eher, weiß ich nicht, immer so aus Bauchgefühl würde ich jetzt hier sagen, aber ich frage mich, ob das Bild... Ich gehe nur mal kurz zum Bild, ja? Warte, das dauert kurz ein paar Jahre, bis wir da sind. Gut, wir können ja noch zurück, das ist ja schon mal gut. Aber es ist zwei. Muss ich vielleicht links und rechts irgendeinen Kram machen? Ne, hier haben wir tatsächlich schon alles durch. Walking among strangers, I think I want to give it back. Okay, ah, jetzt verstehe ich das Bild auch. Left or right? To be happy. Okay, which will be the good one? Wir wollen natürlich das hier, ne? Warte mal. Das hatten wir. Das, ja, okay, das kann, warte mal, Chains? Das ist open. Okay, das, okay, dann ist ja alles so weit, aber ich, trotzdem denke ich mir noch, ich weiß nicht. Weiß nicht. Oh, bitte nicht, ja, bitte Leute, ne, chillen und so. Ging das schon hin. Ich glaube, ich nehme rechts. Weil es ist so bauchgefühlmäßig. Es ist ja nur eine Demo, ne? Es ist ja nur eine Demo. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwas... Also, am Ende von dem Spiel würde ich sagen, wäre es jetzt important. Aber in der Demo... Hier ist eine Kurzkette, hier ist eine lange. Keine Ahnung, wie viel man da reininterpretieren kann. Ach so. Okay. Oh Gott. Frotti. Der Frotti-Geist. Help me. Only one way. Did I win? An escape. Okay. Hilfe, es gibt nur einen Weg. Ist das jetzt ein Witz? Oh. Ja, gut. Habe ich gewonnen? Gibt es hier einen Ausweg? Choices. Okay, ist also egal, welchen wir... Es wäre voll scheißegal gewesen. Liebe ich gerade. Oh. Ja, guck mal, das Spiel. Ja, das ist doch da. Hast du es verstanden? Naja, es ist eine Spirale, ne? Es ist eine Spirale. Es ist wirklich eine Spirale. Warte mal. Was heißt das? Hat die Demo ein Ende? Hä? Und ich habe die gleichen Fehler. Ja, hä? Ja, warte mal. Also wir kommen gleich in dieses alternative Haus. Und hier ist noch alles ganz fein. Hier ist das Radio. Happy Memories. Okay, warte mal. Und hier konnten wir was nehmen. Das haben wir schon genommen. Okay, das gibt es nicht nochmal ein zweites Mal da.
Hier ist die Kiste. Hier, das sehe ich. Hey, ist mir das gerade nicht aufgefallen? Hier sind jetzt aber. Ich war hier nicht noch ein Bild? War der gerade auch schon? Hä? Nee, warte mal. Hä? Dann war Telefon, ja. So, what are you going to do? Have you made up your mind? Nee, ist was anderes. I can help you with the move. I have the weekend off, so I will come to your place, okay? Danke, die Demo. Dann eigentlich der Geist wird sich jetzt bewegen oder sowas. Oh. Hä? Hallo? Oh! Hallo? Wow. Also ganz im Ernst. Die Demo. Das wird ein krasses Spiel werden. Also ja, am Ende hat man so ein bisschen gemerkt mit dem Radio und so natürlich, woher die Inspiration kommt. Das ist genau richtig so. Das ist einfach Souls-like, ne? Sag ich, hier gibt es. Und das ist einfach PT-like. Und ich liebe es, dass PT so viele Spiele im Nachhinein inspiriert hat, auch Visage. Genau, im Chat wird gerade gefeiert, das ist eine echt gute Demo, das ist eine sehr, sehr geile Demo. Es ist auch sehr nice verteilt gewesen. Du hast nicht diese krassen Jumpscares gehabt, sondern es wurde so ganz langsam aufgebaut. Ganz, ganz langsam. Und dieser Jumpscare mit dem, du, als du durch die Tür guckst, dass du vorher ganz normal durch die Tür guckst, nichts passiert und dann, also habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte eher, dass ich mit der rechten Maus das ranzoomen muss, aber da hat er ja immer wieder, ist er immer wieder rausgegangen. Also, ja. Freue ich mich schon, wenn das volle Spiel da ist. Dann haben wir wieder ein schönes Spiel zum Spielen und ansonsten vielen Dank auf YouTube fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.